Servus und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Verdor. Mitarbeiter für heute meine Freundin, die Frau Tiki Lady. Hallo. Und natürlich auch die zwei Abonnenten Ludger und Pentagast, die mit auf der Karte gerade sind. Waren schon letztes Mal dabei. Ja, wir spielen heute wieder den Deathmatch-Modus, weil der letzte Mal wirklich so gut abging, dass wir gedacht haben, wir machen noch ein paar Runden. Und ja, heute mal nicht auf Arthur, sondern auf, lass mich lügen, PKT ist es nicht. Den Bug haben sie auch nicht geändert, dass die Kartennamen geändert werden. Es ist, glaube ich, Vokuis, wenn ich mich alles täuscht. Denke ich mal. Müsste. Wenn ich. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Och nö. Oh doch. Oh doch. Ja, doch habe ich dich eben getötet. Ja, das stimmt. Keiner gesehen. Nee, leider nicht. Leider. Ah, ich kann es einblenden. Ja, können sie gerne machen. Nee, hat sie gut gemacht. Hast du gut gemacht. Schaffst du bestimmt öfters heute. Ich hoffe. So, die Karte ist nicht so behindert mit den offenen Stellen, da haben wir immer mal wieder ein bisschen Deckung. Ja, stimmt, aber du hast auch bessere Spawnpunkte gehabt als ich. Ja, ich bin geil Spawnpunkte gehabt. So, aktuell bin ich Platz 2, was denn hier ist, Mensch? So, Wahnsinn. Ach, den sehe ich nicht mehr. Ich muss sagen, Deathmatch macht wieder Laune. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben in dem letzten Patch. Wir spielen ja momentan auf der aktuellen Version 171. Was genau drin vorkam, habe ich in der letzten Folge schon erzählt. Voices und so ein Blödsinn und so. Wo ist denn jetzt hin? Ach lol. Warte. Und ja, wahrscheinlich haben sie ein bisschen auch das Waffenbalancing angepasst oder das Waffengameplay. Irgendwie ist das ein bisschen anders vom Gefühl her. Irgendwie genauer, sage ich mal. Irgendwie hat man Kontrolle jetzt. Nicht so wie damals auf Länder die halbstündige Folge, wo man einfach nur geschossen hat und es kam nie irgendwie ein Schuss an. Egal, was sie gemacht haben, lasst es so bleiben. Es macht momentan richtig wieder Laune. Muss man einfach so sagen. Ja. Man hat wenigstens wieder so ein Erfolgserlebnis in Verdor. Genau. Was man nicht so genau oft hat. Genau das ist das, was, wo ich dann einfach keinen Lust mehr hatte, Verdor zu spielen. Weil ja. Einfach, du bei dem, was haben wir gemacht bei dem Frontlines? Frontlines war es, ja. Was mich aufgeregt hat, war, dass die Leute einfach im Spawn, also direkt vom Spawn standen und du nichts machen konntest. Ja, das stimmt. Ja. Du konntest einfach nichts machen, das hat einfach, hast du einfach keine Lust mehr gehabt, irgendwie weiterzumachen. Und jetzt, da du nicht fast jeden, den du siehst, kriegst, macht einfach mehr Spaß. Ja, ne? Vom Ort, dass Bomben nicht so blind sind. Ja. Größtenteils. Ja, stimmt, also, das war ja schon früher, wo wir angefangen haben zu spielen. Und da war damals meine Freundin noch nicht meine Freundin, wo ich das gezockt habe. Und da war es ja damals so, da war das Gameplay ähnlich wie heute. Also es ist wieder ein bisschen oldschooliger wie damals halt. In ersten Versionstagen. Ich glaube, die 100er Version war es oder so im Dreh. Oder vielleicht auch noch früher, 50er, 60er. Und irgendwie ist das Gefühl wieder da, ja, dass du bei Deathmatch wieder richtig Bock hast zu spielen. Und nicht sagst, boah, behinderter Camping-Modus. Nee, gar nicht mehr. Irgendwie nicht mehr. Finde ich gut. Beibehalten bitte, Jungs. Gleich mal danach hinschreiben, dass es ja nichts mehr ändern soll, sondern das Spiel releasen, fertig, aus, Ende, Maus. Besser, lass es so. Alles ist gut. Es funktioniert. Na, wenigstens den Modus. Ja, wenigstens der Modus. Weißt, wir haben natürlich mit der aktuellen Patch noch nicht die Frontlines getestet, aber momentan haben wir noch Bock auf Deathmatch, also spielen wir noch Deathmatch, bis wir keine Lust mehr haben, dann sagen wir, nehmen wir was anderes. Pentagast hat nicht gesehen. Wo bist du denn? Tot. Tot bist du? Ja, das kann ich nicht finden. Oh. Nahkampfkill! Beste! Sü. Die normale Stehen haben wir nicht erwischt. Okay, ein paar Probleme gibt's noch. Ich habe momentan keine Probleme. Ja, vielleicht war ein Blackscreen. Dumm gelaufen, muss ich sagen. So, vielleicht mal ein bisschen bewegen hier. Raus aus die Mitte. Und rein zum Spawn von meiner Freundin, wo immer die ist. Das war sie nicht. Hast du es gelesen oben links? Geschrieben, ich hab ein schwarzes Bild vor mir und er sagt so, mach doch die Augen auf. Oh Mann, ey. Das ist schade, dass ich nicht sehen kann. Er kann sogar Deutsch springen. Ich will Deutsch und ich kann nichts sehen. Okay. Kann man aber nichts machen. Grafikeffekte nicht. Ja. Bisschen runterstellen.
Nein. Neustarten kann ich Ihnen raten. Ich habe das Problem noch nicht gehabt. Vielleicht so an der Grafikkarte, dass sie nicht mehr unterstützt. Was soll es da geben? Bleib doch mal stehen, Mensch. Scheiße. Spieler, 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 keine da. Och, der ist auch nicht. Sü. Kann man dann mal schon mal sagen, dass Luca seinen schlechten Skill mal präsentieren kann, ja, in der Folge. Wie sieht's denn aus bei ihm? Oh. Nicht so gut, ganz unten. Schade, schade. Schlecht hier so rum. Oh, das ist. Oh Mann! Guck mal, da oben hat immer noch mehr gemacht. Noch einer, der wäre da late. Plate. Das war's für ein Rocket Guy 14. Mensch, heute geht's wirklich ab, also. Keine Ahnung, was los ist. Wenn ich sagen, dass ich eben gestreamt habe und gute Laune habe oder einfach, dass das Spiel besser geworden ist. Das Spielgefühl her. Aber ich habe dann nach dem Spawn, gucke ich direkt auf den Boden. Das nervt mich schon ein bisschen, aber sonst denke ich, alles gut. Ja, stimmt. Das mit dem Boden gucken, das habe ich manchmal auch. Also vielleicht darf ich die Maus nicht bewegen. Oder so. Mach's nicht. Das war nicht mein Kill. Was ist da los? Was ist da los? War doch mein Kill. Ich habe es doch genau gesehen. Wo ist der Typ? Nachladen. No. Ja, wo ist er? Mono Lisgiso. Mein Gott, die Namen werden auch immer schlimmer hier. Wo sind denn alle Leute hingeblieben, geblieben, die immer ihre historischen Namen hatten? Wie Bismarck, Wilhelm, Willem der Erste, Zweite, Dritte, Vierte, Fünfte, keine Ahnung. Wo sind denn die Leute hin? Ich versteh's nicht. Weißt du, damals die guten alten Zeiten, wo alle so historische Namen hatten? Abgesehen von Adolf Hitler, aber das ist, ja gut. Muss es auch geben in jedem Spiel, glaube ich, einmal. Ich wurde auch gebannt, deswegen. Da weiß ich es nicht. Aber Wilhelm zum Beispiel, Wilhelm der Vierte oder sowas. Das war immer da. Bismarck war, glaube ich, auch schon mal da. Ja. Die historischen Namen sind ausgestorben. Das ist traurig, aber wahr. Gibt es denn keinen Tactical Viper, der früher so hieß? Gab's früher nicht den Namen? Wird doch bestimmt einer Tactical Viper gewesen haben. Oh, hallo. Du! Hallo, hallo, nicht böse sein. Alles zurück, alles. Linux Play hat auch einen Kanal. Ihr bringt auch Vedo. Okay, sehr schön. Bin ja nicht mehr der einzige Deutsche, der das macht. Ich kann gar keine Fremdwährung machen hier. Ich will nicht, dass irgendwie Fremdname drin sind. Spaß. Nee, Spaß. Nee, ich meine hier GTX TV aus dem Kanal, okay. Kann man mal reingucken. Bin ich nicht mehr der Einzige in Deutschland, der das Spiel bringt. Wobei ich immer noch der einzige Deutsche bin, der irgendwie kontinuierlich Content bringt und nicht nur alle 3 Monate mal eine Folge. Also, da bin ich immer noch meilenweit da vorne, ja. Da bin ich noch Längen entfernt. Ich muss auch sagen, wie viele Folgen haben wir mittlerweile? Schon 50? Wir sind kurz vor der 50, glaube ich. Für ein Jahr? Ja, kann man machen, ja. Oh, guck mal hier. Das ist sogar der Linux. Grüße nicht Linux. So. Wurde aber aufgenommen, wie er gestorben ist. Wir hatten ihn auch schon 2-mal getötet. Wo bist du denn jetzt eigentlich wieder hin? Weiß ich nicht. Da bist du bestimmt, oder? Nein! Das bist du bestimmt hundertprozentig. Was? Nein. Was gerade passiert? Nee, das war's nicht du. Nee, ich hab gedacht, du wärst es gewesen, der so komisch gelaufen ist, gegen die Wand und so. Danke. Aber das warst du nicht. Alles bist du. Das was bin ich? Nein, ich bin gerade gespawnt. Bitte nicht töten, dann bin ich böse. Das war Pentagast. Linux habe ich auch wieder getötet. Mensch, das ist aber nicht so schön.
Oh Gott. Saluka. Ach, Himmel, Arsch und Hirn, ey. Aber noch Platz 2. Oh, guck mal, bist du Platz 3, Mensch. Was ist los bei dir, Lady? Hast du heimlich geübt oder was, wo ich nicht da war? Nein. Ich hab das Spiel, seitdem ich so keinen Bock mehr drauf hatte, nicht mehr angerührt. Ja, das stimmt, ich auch nicht. Das ist gerade mal eine Woche her, also von daher ist es nicht so lang gewesen. Das ist doch gar nicht. Jetzt bin ich nicht mehr. Sind wir nicht mehr Dritte? Nee. Ja, das werden wir gleich aufhören. So weit ist der Punktestand nicht. Ich bin guter Dinge, wir kriegen noch ein paar Punkte hin. Dann gehen die Runde, 2 Minuten noch. Schießen gerade hin. Boah, ich sehe aber nichts. Da oben. Ach, zu spät. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt bei den Audio-Optionen, ich kann es ja kurz mal einblenden, soll ich respawnen hier, könnt ihr hier schön Doppel-Sound und so Blödsinn auswählen. Heißt also, wer hier eine Anlage hat, nicht gerade für YouTube Videos produzieren muss und was auf Stereo machen muss, der kann dann hier Dolby Surround auswählen. Dann scheppert's richtig schön bei euch daheim. Schöner erster Weltkrieg-Sound-Kulisse und ja, könnt sich nachher mal freuen abends. Dann ist gerade der Luca in den TS gekommen. Nicht, dass er gleich hier reinkommt und fragt, yo Leute, was ist los bei euch? Ich habe vergessen, mein Rack-Tag anzugeben. Das kann ich aufnehmen. Ach, der Luca weiß schon Bescheid. Willst du mal den Graben lang? Nein. Okay, dann nicht. Vielleicht schon. Ja. Echt? Ja. Okay, cool. Dann komm ich mal. Wenn du schaffst. Nahkampf-Battle, sagst du? Ich glaube, fair. Ja, ich weiß auch nicht, wer du bist, deswegen schieße ich gleich drauf los. Okay. Sorry. Ich bin Zweiter. Wohl. Ich bin Siebter, lol, was ist da los? Ah! Nein! Meine Punkte gehen flöten. Was ist das denn? Das gibt's doch nicht, Mensch. What? Lol. Okay. 431 hat gut, ne? Wie so schön, Ludi. Nein, nicht gut. Nicht? Nein, warst du nicht. Ah, du bist auch da. Habe ich gehört. Wo denn? Oh, du bist dritter. Mensch, yeah. Respekt! Du bist mal auf der Leiter oben. Du glaubst, erstes Mal oder zweites Mal? Weiß ich nicht mehr. Schon öfter. Schon öfters? Oder warst du da allein gespielt, ne? Gut, Freunde, das war's für die heutige Runde von Mein Stift fährt runter, von Vietor. Vielen Dank fürs Zuschauen, das Ganze gefallen hat. Wir würden uns beide tierisch über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder von Verdun. Bis dahin, euch einen schönen Tag runter. Bis dann. Ciao. Tschüss.